So, jetzt kommt ein Mann zu uns, der zu Recht zum x-ten Male bei uns in der Sendung ist. Denn er ist einer der begnadetsten Comedian. Ich bin ein ganz großer Fan von ihm. Bitte begrüßen Sie Olaf Schubert. Wir stellen Fitzi mal weg zur Seite. So. Hallo Olaf, nimm Platz. Ja. Ist das für mich? Ja. Das ist für dich, ja. Es ist viel los politisch im Moment. Das, ja. Das ist ein Thema, was dich interessiert. Ja. Nicht nur bei deinem eigenen Programm, sondern auch in der Heute-Show bist du ja öfter als Kommentator, als Reporter unterwegs. Oder? Ja, ich werde von verantwortlichen Medienmogulen dann dorthin geschickt und dann stelle ich kritische Fragen. So, welcher politischen Fachrichtung hängst du denn so an? Ich interessiere mich für alle Probleme, also auch für die kleinen Probleme, natürlich für die großen Probleme und auch für mittlere Probleme. Die werden ja oft übersehen, ne? Oder so, da denkt man, ach, nicht so wichtig. Welche Partei löst denn deine Probleme am ehesten? Also da habe ich kein Vertrauen, ich denke, ich muss selber ran. Aber natürlich. Naja, das ist natürlich immer leichter gesagt. Als was ist mit ihm hier, unser neuer Vizekanzler? Schon mal kennengelernt? Hast du ihn schon mal kennengelernt? Bei einem Interview vielleicht? Ich habe schon viele Manchichis gesehen, aber nein, er ist ja noch neu, sag ich mal. Aber ich denke mal, da werde ich auch kritische Fragen zu stellen haben oder meine Lösung vorzuschlagen. Ist das ein gutes Alter für einen Vizekanzler, 38? Hat man da genug Lebenserfahrung? Das weißt du als 55-Jähriger. Ja, sehr gut, oder? Nee, wie alt bist du eigentlich? Ah, wie alt ich darf's nicht. Ach so. Ich werde dich auch mal interessiert. Aber naja. Nein, ich denke, du siehst aber deutlich älter aus. Ja. Hier, ja, meinst du, ja, ja, da ist vor ein paar Tagen ein wichtiges Deckhaar weggebrochen. aber das ist nicht wichtig. Wie alt man ist, man kann alt sein und inkompetent, jung und inkontinent, also das geht ja alles, also da gibt es ganz viele Facetten. Gibt es eigentlich, eine Altersgrenze, die man braucht, um Vizekanzler zu sein? Ich glaube, um Bundespräsident zu sein, muss man 42 sein oder sowas? Ich glaube, da gibt es irgendeine Altersbegrenzung, die man, wusstest du nicht? Nein, das wusste ich nicht, ich bin ja neu im Staat. Nein, Von mir muss man denn einen Nachweis erbringen, einen Abschluss, ein Stempel, ein Papier? Nee. Ich glaube, man muss erstmal gar nichts können. Man muss noch nicht mal eine Schulausbildung haben. Man muss, glaube ich, deutscher Kindergarten. Staatsbürger sein. Und das war's im Prinzip. Dann kann man Kanzler werden. Oder? Muss man einen Schulabschluss haben? Glaube nicht. Also ich kenne jedenfalls keinen, der einen hätte. Man sollte gewählt werden, glaube ich. Das ist besser als Putsch. Ganz genau. Ganz genau. Ja, das ist besser als Putsch und besser als Punsch. Ja. Ja. So, da bin ich. Und ich muss mich heute dem Wetter widmen. Der Winter hat uns ja im Griff gehabt. Momentan sieht es besser aus, aber es herrschten ja Temperaturen von 20 Grad unter Minus. Null, also das entspricht, ich habe es umgerechnet, das sind 1147 Nanokelvin oder 215 Fahrenheit, also im Endeffekt eine Riesenfrechheit. Es sind Temperaturen, die ein Thermometer mit Charakter sich eigentlich weigern sollte anzuzeigen. Und das führt natürlich auch zu erhöhten Krankenständen. Das kenne ich noch von mir selbst, von früher, als ich klein war. Ich kam ja als Kind auf die Welt. Ne, ich war ein kleiner hier Olaf. Ne, da war ich so ein kleiner Spackerlulatsch, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Damals so klein, ne, und heute so ein Schrank. Ne. Aber ich war oft kränkelnd. Ich habe mich im Winter erkältet. Da bin ich draußen rumgerannt, nur im Sommerpolunder. Ne, und habe einen Schneemann gebaut oder habe an einer Schneefrau rumgespielt. Ja, Schneemann und Schneefrau ist das Gleiche, nur dass da eben die Möhre im Gesicht ist. Und dabei habe ich mir irgendeine Streptokokke eingetreten, einen virulenten Tuberkel, und musste dann zum Arzt. Und dann gab es bittere Arznei und Tropfen und Schüsslersalze. Viele aber trauen sich ja gar nicht. Die gehen, wenn sie krank sind, nicht zum Arzt.
Ne, die sagen, nein, ach, der will mir dann bloß wieder irgendwas amputieren und dann muss ich hier Tabletten nehmen. Aber das sind natürlich Vorurteile, denn es gibt nicht immer viele Tabletten. Ich habe nie viele Tabletten bekommen. Ne, meist nur eine große, so von hinten schräg über die Rübe. Und das ist nicht gut, nicht zum Arzt zu gehen. Oft wird dann was verschleppt, gerade so spontaloser Mürgeglunz, Krytoklastable, Cerviensien. Deshalb möchte ich also allen hier und auch allen daheim die Angst nehmen. Es ist beim Arzt gar nicht schlimm. Ich habe da mal was mitgebracht. Hier hab da extra eine PowerPoint-Präsentation angefertigt. Das ist die erste PowerPoint-Präsentation überhaupt, das ist die älteste. Die ist noch analog. Also, die ist aus einem Zentralpixel gefeilt. Und hier sieht man also, es ist eigentlich schön beim Arzt. Hier sind Grünpflanzen, hier ist so Osmosewuchs. Und dann ist er hier, der Kindsveterinär, also Dr. Fleischbart. Er hat hier sein Stethoskop im Ohr. Und er untersucht die kleine Solveig. Ne? Er hört hier jetzt die Herztöne ab und die Lungentöne und die Milztöne und was sonst noch so Krach macht im Kind. Und er hat sie sorgsam im Arm und die schaut, ob auch alles gut ist. Und hier die Mutti ist auch mitgekommen, ne? Die Bärbel. Die hat extra freigenommen, hat die Sachen hier auf dem Plissé-Rock und guckt zu, sie guckt eigentlich mehr zum Arzt als zum Knus. Ist vielleicht auch ein bisschen wuschig. Ja. Und dann sind hier die ganzen Utensilien, Zange, Tupfer, die Stäbchen und hier die Holzspeitel für die analen Untersuchungen. Und hier ist auch, finde ich wichtig, ganz wichtig beim Arzt auch, ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Ne? Falls einer krank ist. Ne, da, ne? Wenn der Arzt jetzt feststellt, hier Solveig, du hast die Pest, ne? Dann geht er herein, da hat er Pestpflaster und da kriegt ihn Pestpflaster und da sagt er, wenn es nächste Woche nicht besser ist, kommen Sie nochmal vorbei. Na, und hier drüben, ich komme kaum ran, hier wird der Ulf untersucht mit der harnfarbenen Messlatte. Das sieht man hier, ich komme wirklich nicht ran. Da wird geguckt, ob das Kind wirklich auch klein genug ist. Ist ganz wichtig, dass es am Kopf aufhört zu wachsen. Ne? Wenn es zu groß wäre, dann käme es in die Kindsstauche und dann wird es dort gesund geschrumpft, damit ihm noch die abgelegten Kleidungsstücke von seinem Cousin passen. Ne? Das macht also Schwester Ingeborg. Ne? Und hier ist dann der Medizinschrank, hier sind die richtigen Sachen drin, die Barbiturate, die Tranquilizer und das ist abgeschlossen, weil das der Arzt selbst braucht. Und wird nur so selten, kommt ganz selten ran, hier kann er sich desinfizieren. Und dann, auch ganz wichtig, wird meist nebenbei noch mitgemacht, hier das Sehtest. Ne, da wird, kann man überprüfen, ob genug Oktan auf dem Auge ist. Da gibt es also hier die Buchstaben. T, E, P, L, H, V, O, S, L. Und dann erblinde auch ich schon. Und wenn man es jetzt nicht so mit Buchstaben hat, gibt es ja welche bildungsferne Schichten, da gibt es dann hier Gegenstände. Eine Tasse, ein Hahn, ein Stuhl, ein Sternchen und hier habe ich selber drauf gemacht, ein kleines Hakenkreuz, für welche aus meiner Ecke. Ja. Also sehr gemütlich beim Arzt, da kann man wirklich mal hingehen, selbst wenn man gesund ist, der tut nichts. Ja. Vielen Dank. So, ja, wer mich kennt, wird wissen, und besonders die, die mich nicht kennen, werden wissen, ich trete ein für Gerechtigkeit in unserem Land, für Chancengleichheit. Leider, leider sind wir davon noch weit entfernt, gerade in der Arbeitswelt. Also es gibt erschreckende Studien zur Lohn- und Gehaltsentwicklung. Es klaffen klaffste Klüfte, ne? Also geschlechtsspezifisch betrachtet. Denn Die Frau ist das Geschlecht, das von allen Geschlechtern überhaupt mit Abstand am wenigsten verdient. Also erst kommt der Mann und die Frau ist Vierte, ne? wenn überhaupt. Also eine Frau bekommt bis zu 25% weniger Geld für die gleiche Arbeit. Also eine Frau macht die gleiche Arbeit
wie ein Mann, also natürlich nicht in der gleichen Qualität, klar. Das erwartet man ja aber auch gar nicht. Also sie geben sich Mühe. So, ne? Und das müsste honoriert werden, wird es aber nicht. Und ich bin deshalb dafür, dass mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt integriert werden. Ne? Was man da erstens an Lohnkosten sparen könnte. Und das muss aber ohne Quote geschehen. Das ist ganz wichtig. Die Quote ist da das Falsche. Regulativ, ne? Also es funktioniert ja auch ohne Quote. Es gibt Berufsbereiche, da haben wir schon einen sehr hohen Frauenanteil integriert, ne? Zum Beispiel in der Reinigungsbranche. Also es geht, ne? Auch im Bereich Prostitution. Große Fortschritte. Es fehlen aber Frauen vor allem in den Vorständen. Genau, dort, wo Ehrgeiz und Karriere regieren, dort fehlt die Weiblichkeit, dort fehlt die Mütterlichkeit, dort fehlt eine Vorstandsvorsitzende, ne, dass die Vorstandsvorsitzende bei der Vorstandsvorsitzenden-Sitzung da sitzt und dann sagt die, hier, Krüger, Sie sind entlassen. Aber jetzt essen Sie erstmal meinen selbstgebackenen Apfelkuchen. So, ne? Hier, Lehmann, Sie haben gekrümelt, auch raus. Da fehlt es den Frauen leider an Wille zur Macht. Also die Mächtigen, auch in der Geschichte, das waren immer die Männer. Ne? Nero, Caesar, Napoleon, Hitler, Stalin, die Reihenfolge ist nicht richtig, aber Ceausescu, Assad, immer Männer. Also, Frau Dr. Merkel ist eigentlich die erste, die, also ist natürlich keine Diktatorin. So, klar, ne? Da fehlt die weibliche Komponente. Aber sie hat Macht an sich gerissen, sie hat sich da wirklich was aufgebaut. Und da fehlt es den meisten Frauen leider wirklich an Selbstbewusstsein. Gerade hier im Westen, ja, dort wo ich herkomme, ich komme ja aus dem Osten, das ist von hier, das ist noch hinterm Hunsrück. Also das ist von hier Richtung Holland und in Holland wenden und in die andere Richtung ganz weit zurück. Ne? Also der Osten, dort sind die Frauen wesentlich selbstbewusster. Also wenn ich da an meine Mutter denke, ganz burschikos, ne, die ist in den Keller gegangen und hat die Kohlen hochgeholt. 4 Eimer in jeder Hand, ne, jeden Tag. Aber nicht, weil sie musste, sondern das war Teil ihrer Selbstbestimmung, das war Teil ihrer Souveränität. Ne. Sie hat die Kohlen hochgeholt. Mein Vater hat sie wieder runtergeschafft, wir hatten eine Fernheizung. So, ne. Und das ist ja heute anders. Heute sind ja Ehepartner Verhandlungspartner, auf Augenhöhe. Ne? Auch meine Freundin und ich, die Carola, wir haben das ganz liberal geklärt. So, es gibt ja diese Betätigungsfelder, wo niemand ran will. Abwasch, Staubsaugen, Müll runterbringen, sauber machen und das ganze Zeug. Da wird überhaupt nichts vorgeschrieben bei uns. Sondern Carola kann sich ganz alleine raussuchen, wann sie was macht. So. Und da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Also wir stärken uns gegenseitig. Das ist ein Geben und Geben lassen. Ne? Also ja, wir machen uns damit gegenseitig stark. Also ich bin ja auch mal schwach, dann hilft sie mir. Und ich helfe ihr, wenn sie mal schwach ist. Ne? Wenn sie sich was gekauft hat, eine Mieterware oder ein Schlüpfer. Ne? Oder ein unkeusches Mieder, dann steht sie vorm Spiegel und dann zweifelt sie, wie alle Frauen auch. Also sie kann halt nicht alles tragen, sie ist halt eine Kugeldoserin. Und naja, und dann steht sie da und sagt, Mensch, das sieht doch doof aus. Und dort ist es wichtig, dass ich ihr als Mann helfen kann, ne? Dass ich ihr Selbstvertrauen gebe und trotzdem ehrlich bleibe, indem ich dann sage, stimmt, sieht scheiße aus. Aber dir steht's. Ne? So kann man dem anderen helfen und dann bleibt auch die Liebe jung und frisch. Denkt mal drüber nach. Vielen Dank. Olaf Schubert. Olaf Schubert. Glückwunsch nochmal zum Comedy-Preis. Bestes Solo-Programm. Du bist auch weiterhin auf Tour, ne? Aktuell. Ja, momentan noch kurz und dann ab Februar, glaube ich, wieder. Ja, 5.11.
in Frankfurt und dann am 20.02. geht es weiter Cottbus, 27.02. in Kufstein. Ja, das ist, glaube ich, hier Österreich, dort, Österreich, wo die anderen wohnen. Absolut. Dann in Linz, das ist auch in dem österreichischen Linz oder in dem hier am Rhein? Da muss ich die Verantwortlichen fragen, die das eingefädelt haben. Also ich, aber egal, ich fahre überall hin. Unter www.olaf-schubert.de gibt es alle Informationen. Du hast neue Merchandising-Produkte? Ja, da, all dieweil wir reagieren auf den sich verändernden Markt. Es werden ja kaum noch CDs verkauft. Und deshalb war, ich muss hier mal kurz unter mich machen, hier, wir haben ganz geschickte Produkte. Ja, okay. Was gibt es alles von dir? Hier zum Beispiel ein Hampel-Olaf. Das ist was für die Jugendlichen. Die können sich ja nicht mehr selbst beschäftigen. Die müssen immer an den Computer. Man kann auch analog Spaß haben. Hier, hampelt. Ne? Also das kann man, also 3-4 Stunden, sage ich mal. So, und wenn man jetzt sagt, der Hampel-Olaf ist gut, aber die Visage stört mich, dann hat man hier noch einen Blanco-Olaf. Also kann man selbst gestalten als Roberto. Was kostet das? Das weiß ich nicht. Also das wurde ja geschnitzt von Handarbeit. Okay. Ja, auch hier. Das, ich komme ja, wie gesagt, aus... Ein Erzgebirgs-Olaf? Ja, ein Räucher-Olaf. direkt aus dem Erzgebirge. Aber der sieht ja schon so aus, als wäre er in Serie, oder? Ja, das ist die Vorlage, da müssen die jetzt, die kleinen Erzgebirgskinder... Und da kommt hier in den Mund, kommt was rein? Nein. Also zu Hause mache ich das immer so, da haben wir hier ein Räucherkerzchen. Ah, okay. So, da muss man jetzt den Rumpf vom Rektum trennen. Müll. Ah, ach, da war schon eins drin. So eine Aufregung. Okay, verstehe. Und jetzt muss man es anzünden. Das ist, wie gesagt, erzgebirgisches Brauchtum. Dort leben ja, dort im Hindukusch Deutschlands leben ja ganz einfache Menschen. Sie leben von dem, was sie im Wald finden. Oh. Ja. Und das schnitzen sie so. So, jetzt tut man das so da, ne? Ah, es rinnt. Ist doch schön, oder? Oh, das ist ordentlich, ne? So, und jetzt tun wir das da rein und dann? Hier oben kommt jetzt der Rauch raus und das sorgt für diese weihnachtliche Stimmung. Oder? Okay. Ja, wenn man genau hinguckt. Hm? Ja, wunderschön. Ja. Das raucht jetzt so lange, bis es alle ist. Ja. Und dann, das wäre auch ein gutes Foto für die Lungenkrebsvorsorge. Und dann haben wir hier auch noch ein Duft-Olaf. Der, ein was? Ein Duft-Olaf. Den kann man sich so ins Auto hängen, wenn jetzt jemand riecht, der mit, oder wenn es noch Hund, so, dann gibt es den in verschiedenen Duftrichtungen. Das ist wie so ein Duftbaum. Ein Duftbaum, was? Genau. Ja, aber nur hier, als Olaf? Als Olaf. Und was für Geruchsrichtungen gibt es den? Es gibt Räucherfisch. Ist das wirklich Räucherfisch? Das ist, glaube ich, Räucherfisch. Ja, dann gibt es sächsischen Ostsee-Räucherfisch? Ja. Darf ich mal aufmachen? Ja, selbstverständlich. Es mischt sich hier gerade so ein bisschen mit dem Räucher-Olaf. Ein olfaktorisches... Was kostet sowas? Das weißt du gar nicht. Das weiß ich nicht, nein. Boah, tatsächlich. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Boah. Ist das so schlimm, ja? Ja, riech mal. Stimmt, das ist jetzt eine Geruchsschorle, die hier entsteht. Durch den es ist sehr beliebt, ist meine Oma. Das ist momentan der beliebteste. Ach, das ist die Geruchsrichtung, meine Oma? Meine Oma, ja. Wir, also wie kann man das beschreiben? Wie riecht das ungefähr? Naja, so eine Mischung aus Seife, Kaffee, Fleisch und Staubsauger. So, ja. Also die Überalterung der Gesellschaft wird... Weiß deine Oma davon, dass also, meine Oma genannt hat? Wenn sie noch leben würde, würde sie es wissen. Ja, ja, sehr gut. Ich glaube, wir tun den Räucher Fisch-Olaf mal wieder da rein. Dann bleibt der lange nur frisch. Diese zwei Geruchsrichtungen gibt es, also Räucher, Fisch und... Und Sächsisch-Moos, Sächsisch-Moos noch. Sächsisch-Moos, okay. Sehr gut, aber das ist eine ganze Industrie, die du um dich herum aufbaust. Ja, die Menschen sind sehr dankbar, da bringen sie sich nicht gleich um, sondern da können sie dort im Gebirge sitzen und schnitzen und die haben ja dort keine U-Bahn und so. Seht ihr nicht die Gefahr, dass das von innen selbst mit abbrennt, weil man ja nicht weiß, ist dieses kleine Kerzchen da drin schon umgekippt? Ja, aber ich glaube, das ist ja jahrhundertealte Tradition. Das Holz wird, glaube ich, das wird getrocknet, damit es nicht brennt extra. Also ich glaube, die haben sich was dabei gedacht, denke ich mal. Ja, will ich mal hoffen, ne?
So, vielen Dank. Ja, wenn ich mein Auge hier äsen lasse, dann sehe ich viele junge Menschen. Das ist gut, denn in der Jugend sammelt man viele Erfahrungen. Ne? Gerade so hier mit 18 oder mit 25. Ne? Man surft das erste Mal im Internet. Mit 25 dann vielleicht auch das erste eigene Handy. Und das ist natürlich für viele schon etwas Normales. Aber diese Digitalisierung verändert natürlich auch gerade unsere Sprache. Ne? Wer schon mal eine SMS geschrieben hat, der weiß ja, da muss es schnell gehen, da ist nicht viel Platz. Wenn man eine frohe Botschaft per SMS transportieren möchte, da gibt es 5 Begriffe. Lach, grin, zwink, freu, hurra, fick, fick. So. Und hinten dran kommt immer noch so ein Smiley. Ne? Das kann man beobachten. Das Smiley ist immer hinten dran. Es ist völlig egal, was vorne steht. Ne? Vorne steht, was weiß ich, hier Heil Hitler, hinten Smiley. So. Ja. Und per SMS werden ja heute alle relevanten Entscheidungen kommuniziert. Jeder unterhält sich per SMS. Der Freund mit dem Kollegen, der Nachbar mit der Nachbarin, Chef, alle. Ne? Ehepaare, Partnerschaften klären alles per. Man trennt sich heute per Beziehung. Also nicht per. Da. Ich bin ein Filou. Da, aber es ist ja nicht falsch. Also bevor man sich kennenlernt, sagt man, hör mal lieber auf. Also man hat vielleicht sogar schon mal Geschlechtsverkehr ausgeübt, aber trotzdem, das Adieu schreibt man sich per SMS. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch. Man hat was zusammen erlebt man, und dann per SMS, das finde ich. Also ich habe noch einen Fax geschrieben. Ne? Also ich habe keins geschrieben, ich habe eins bekommen. Und ich sag mal so, diese Tendenz kann man jetzt gut finden oder nicht. Das Schlimme ist, man kann sie nicht aufhalten. Das Internet ist im Kommen. Das sage ich ja nicht erst seit heute. Das habe ich schon vor 3 Wochen gesagt. Und wir sehen es ja überall, Computer. Jedes Büro ist veräppelt. Und selbst bei mir zu Hause. Ich habe mich lange gesträubt, aber mittlerweile habe ich zu Hause auch einen Computer. War ich im Laden, habe ich gesagt, hier, einmal Internet bitte. Und ich kann mich dem nicht entziehen. Ich gebe es zu. Es ist so, es geht früh los. Ich liege noch im Bett oder knapp daneben. Ne? Und dann wird man halt wach, dann guckt man sich so um. Wer sonst noch so mit im Bett liegt, außer den Eltern. Und, ne? Und dann muss ich schon an den Computer. Ich gehe hin, ich schalte ihn ein, der Computer fährt hoch und dann bin ich drinne. Dann sage ich, let's Netz. Und ne? Dann wird erstmal das Datum gecheckt. Ne? Da gehe ich auf heute.de. Oder wenn ich länger geschlafen habe, gehe ich auf morgen.org, logisch. Ne? Und dann bin ich drinne und dann wird das erstmal gepostet. Dann schreibe ich meinen Jungs, hey, hallo Jungs, heute ist Donnerstag. Woo! Ne? Ja, und das ist aufregend, das ist sicherlich auch für viele verlockend, aber es ist auch eine Gefahr. Denn ich sag mal so, ich habe nichts gegen das Internet, aber dieses stundenlange Facebooke, dieses Getwitter, dieses Downgelote, dieses Blugetuse und Phone-Geeie, das ist doch nicht alles im Leben. Es gibt doch viel mehr. Es gibt doch, Mensch, unsere Welt ist so bunt, die Welt ist so vielfältig, es gibt so viel zu entdecken, es gibt, was weiß ich nicht, ne? Da müsst ihr eben mal googeln. Und dann stößt man doch auf jede Menge interessante Inhalte. Und was mich aber betroffen macht, ist, dass, ja, dass sich niemand um den Datenschutz kümmert. Ja? Ich bin für Datenschutz, ich schütze auch Daten. Ich wäre auch bereit, eure Daten zu schützen. Ja, aber um eure Daten schützen zu können, dann muss ich sie erst mal haben. Ne? Und da sind wir Deutschen zu engstirnig. Ne? Wir wollen immer das alles selber machen, das geht nicht. Jetzt ist es, der Zug ist eh abgefahren. Jetzt schützen die Amerikaner unsere Daten. Na, jetzt macht es ja hier die NSU, die NSA oder NSE oder wie irgend so ein NS. Ne? Und da bin ich also, da bin ich erschüttert, dass sich keinerlei Widerstand regt. Ne? Also ich habe mir diese Überwachungspraktika, ich lasse mir das nicht gefallen. Ich habe eine Protestmail geschrieben, direkt ans Weiße Haus. Ne? Also habe ich unter eigenem Namen, also natürlich unter fremdem Account, klar. Olaf mit PH. Da merkt man, ich bin ein Fuchs. Und habe ich also geschrieben ans
www.internet, also at whitehouse.de, also us.de, / ZH Barack, ne? Also direkt zu Händen Obama. Und dann habe ich geschrieben, Betreff Überwachung, Smiley. Und dann habe ich in solchen großen Buchstaben drunter geschrieben, wer das liest, ist doof. So. Ja. Ich weiß, ich bin Olaf genug. Also mit einer E-Mail, da können wir nicht viel ausrichten. Aber wenn einer durch mich ermuntert oder vielleicht zu Hause am Empfangsbolzen, wenn einer durch mich sich erkühnt fühlt, jetzt auch eine E-Mail zu schreiben und die gleiche Zivilcourage hat wie ich, wenn wir noch eine E-Mail schreiben, dann hätten wir den Druck auf die USA verdoppelt. Denkt mal drüber nach. Vielen Dank. Schubert, unterwegs mit seinem Programm So. Und zwar, wenn Sie ihn live sehen möchten, können Sie das am 29.05. zum Beispiel in Rheine, am 30.05. in Wesel, am 3.06. in Kulmbach, am 4.06. in Regensburg. Alle Infos finden Sie unter olaf-schubert.de. Und das hier ist seine aktuelle DVD. Nein, das ist Fernanda Brandão. Wie konnte ich die denn verwechseln, die beiden? Das hier ist seine aktuelle DVD. Ja. Das aktuelle Programm.